sind die vier Teams, die sich für das A-Finale qualifiziert haben. Also gestern in den Zeitvorläufen die vier schnellsten Zeit präsentiert haben und sich jetzt um Titel und Medaillen streiten. Keisha Kwatwo auf der Bahn 2, aber auch außen ist Anna Rausch sehr schnell unterwegs zu Saarbrücken. Aber schauen Sie jetzt mal, wie Keisha Kwatwo hier wegzieht, die U18-Europameisterin von 2016, letztes Jahr über 100 Meter an Position 2 bei der U20-EM, die übergibt hier als Führende auf Joyce Oguama. Die Wattenscheiderinnen vorne, dann ist das Saarbrücken, die da als Zweite nach innen ziehen. Paula Preuße an ihr dran, Neubrandenburg mit Lea Sophie Benzin und Sachsen-Anhalt mit Maren Smoljuk. Der Vorsprung wird etwas kleiner, aber Wattenscheid bleibt vorne. Joyce Oguama übergibt auf Johanna Kneist. Ein Wechsel gescheitert, die gelbe Fahne direkt hoch und da waren es nur noch drei. Vorne Wattenscheid mit Johanna Kneist und an ihr dran Janika Bark, die Siebekämpferin. Vor zwei Jahren Vierte bei der CDM. Die schiebt sich hier an der Sprinterin vorbeizuziehen. Janika Bark bringt Neubrandenburg nach vorne. Auch der letzte Wechsel hat gepasst. Janika Bark übergibt auf Cheyenne Kuhn. Neubrandenburg ist vorne. Wattenscheid hat erstmal das Nachsehen. Lili Hagemann ist dort die Schlussläuferin. Und die arbeitet sich nochmal ran. Die beiden Teams in Blau-Weiß an der Spitze. Neubrandenburg vorne mit Cheyenne Kuhn. Und schauen Sie in der Kurve. Da wird die Lücke nochmal deutlich, wie groß sie ist. Das ist die Neubrandenburgerinnen nicht mehr zu nehmen. Cheyenne Kuhn läuft dem Sieg entgegen. Den offiziellen 1:39,04 Sekunden. Das